Menschen behalten sich nur Dinge aus Begegnung, die sie selber dazu gedacht haben oder was sie damit gemacht haben. Und deshalb ist es so wichtig, in Interaktion und in Begegnung zu gehen mit einer bestimmten Geisteshaltung. Stefan hat mir auch extra einen Barhocker hingesetzt, damit ich mich wohlfühle. So! Ja, also ich muss noch was anderes loswerden. Ist noch nicht fürs Video, ist nur für mich, weil es muss das aus dem Kopf kriegen. Ich habe vorhin jemanden im Foyer getroffen und der sagte dann so, ich dachte charmant, ich habe sie gestern noch im Fernsehen gesehen. Und ich so, ja, bei Sat.1. Und er so, ja, war ziemlich niveaulos. Ich dachte, pff, ich gucke auch niemanden an. Und ich sagte, ja, das war alles so, hatte keine Tiefe, das war so emotionalisierend und hatte überhaupt keine wissenschaftliche Präzision. Und ich sagte, stimmt, weil, und das ist der große Unterschied, wenn es darum geht, im wissenschaftlichen Elfenbeinturm in Einsamkeit zu sterben, dann ist es gut, kompliziert zu reden und Dinge so fundiert zu präsentieren, dass sie keinen interessieren. Wenn es aber dein Wunsch vielleicht ist, mit bestimmten Techniken Menschen zu gewinnen, dann lade ich dich dazu ein. Weil ich möchte einen Blick in meine Arbeit geben, was wir so als Psychologen machen, um Menschen zu gewinnen. Bevor ich aber mit euch eine Kurztherapie durchführen kann, eine Menge Patienten, und muss ich euch erst einmal diagnostizieren. Das heißt, ich muss wissen, wie ihr so tickt. Und es ist so, dass wir mehr als eine Handvoll sind, so ich mich nicht jedem Einzelnen widmen kann. Und deshalb möchte ich zu euch zu etwas einladen, zu einer Massendiagnose. Und keine Angst, ihr müsst euch nicht zum Affen machen. Aber ich möchte euch zu was einladen. Es wäre toll, wenn ihr euch darauf einlasst. Und ich werde euch den tiefer gehenden Grund, was das konkret mit dir persönlich zu tun hat und mit dem Thema Menschengewinn, dann auch verraten. Und die Massendiagnose sieht so aus. Ich werde euch gleich bitten, dass ihr euch von euren Plätzen erhebt. Gleich von euren Plätzen erhebt. Und dann werde ich Aussagen über euch treffen. Wenn diese Aussagen auf dich persönlich zutreffen, bleibst du stehen. Und wenn nicht, setzt dich wieder hin. Also einfach Spiel, gleich stehen wir auf, dann sage ich was, wenn es passt, bleibst du stehen und wenn es nicht passt oder wenn du keinen Bock mehr hast, setz dich einfach wieder hin. Toll wäre es aber, wenn ihr jetzt Bock hättet und sich einmal von euren Plätzen tatsächlich erheben werdet. Und ich verrate euch tatsächlich einen tiefergehenden psychologischen Grund, warum wir das überhaupt machen. Weil das ist der erste entscheidende Moment, wenn du willst, dass in deinem Leben etwas besser wird. Wenn du nicht mit jedem Bereich deines Lebens zu 100% zufrieden bist, dann musst du was verändern. Das hören wir nicht gerne, aber es ist so. Wir müssen manchmal Kleinigkeiten verändern, auch wenn es nur die Sitzposition ist. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ihr so tickt. Aussage Nummer 1, über jeden Einzelnen von euch, immer aus eurer Perspektive gedacht. Ich habe es in meinem beruflichen Alltag mit Menschen zu tun. Wer es tagtäglich mit Menschen zu tun hat, bleibt bitte stehen. Führungskräfte, die anfangen zu diskutieren, irritieren mich ein bisschen, aber... Hey, sag mal, sind das Menschen? Okay. Ich habe für jeden Platz auf meiner Couch, also herzlich willkommen. Ja, der erste IT-Nerd setzt sich auch, na gut, okay. Aber alle anderen stehen noch. Aussage Nummer 2, seid ruhig ganz ehrlich zu euch selbst und auch zu mir. Ich habe es in meinem beruflichen Alltag mit Menschen zu tun und bin davon überzeugt, dass Kenntnisse der Psychologie förderlich sein können für den Umgang mit Kunden und oder Kollegen. Wenn du denkst, oh, Psychologie, das kann was bringen, dann bleib stehen, wenn du denkst, boah, alles Psycho, bla bla, setz dich hin, aber denk dran, ich kann dich sehen. So. Ah, stehen noch alle, ihr Schleimer. Okay, gut. Und jetzt ganz ernst, wirklich Hand aufs Herz. Und da bin ich gespannt, heute bei Gedankentanken wird es bestimmt anders aussehen als bei ganz vielen anderen Veranstaltungen, wo ich sonst bin. Ich bin davon überzeugt, dass Kenntnisse der Psychologie förderlich sind für den Umgang mit Kunden und Kollegen. Aber aus diesem Grund, in den letzten 6 Monaten zum Thema Psychologie, also seit April, seit Ostern, zum Thema Psychologie, freiwillig und selbstfinanziert, ein Psychologie-Seminar besucht und oder ein Buch
zum Thema Psychologie gelesen. Was in den letzten 6 Monaten der Fall gewesen ist, dann bleib stehen, wenn nicht, setz dich gerne wieder hin. Nur eine Zeitung reicht noch nicht ganz, sind die Fragen, aber es ist überdurchschnittlich. Es ist überdurchschnittlich. Machen wir ganz schnell für die jetzt noch stehen. Ich bin davon überzeugt, dass Kenntnis der Psychologie voll ist für Umgang mit Kunden und Kollegen, aber aus diesen letzten 6 Monaten zu diesem Thema entweder ein Seminar gelesen, besucht oder ein Buch gelesen und kann mich an mindestens 3 Grundaussagen des Buches oder des Seminars erinnern und jederzeit öffentlich wiedergeben. Ich komme mal runter zu euch. Für die, die noch stehen, ein Applaus. Alle dürfen sich setzen. Setz dich, muss nichts sagen. Setz dich, muss nichts sagen. Ich weiß, du willst was sagen, aber wir haben keine Zeit. Die Zeit rast. Warum haben wir es gemacht? Weil es Spaß macht. Weil es so ein bisschen aus der Haltung raus soll. Na, lass den alten Psycho mal da vorne vortanzen. Gleich kommen ja die New Faces. Ist ja gerade hier New Faces meets Grey Hair. Und das andere ist, wenn du Menschen gewinnen willst, funktioniert das nur, wenn du sie mitnimmst. Wenn es ein interaktiver Prozess ist. Und ich bin in ganz vielen Unternehmen, wo gerade Change angesagt ist, wo Digitalisierung, Agile Management eingeführt. Die Menschen werden nicht mitgenommen, weil es nicht interaktiv ist. Dabei wissen wir, Menschen behalten sich nur Dinge aus Begegnung, die sie selber dazu gedacht haben oder was sie damit gemacht haben. Und deshalb ist es so wichtig, in Interaktion und in Begegnung zu gehen mit einer bestimmten Geisteshaltung. Und ich muss sagen, ich hatte jahrelang diese Geisteshaltung nicht. Und das ist der Grund, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, 15 Jahre davon hat man mich nirgendwo gesehen. Weil die Geisteshaltung, die wirklich Kommunikation erfolgreich macht, mit denen man Menschen gewinnt, heißt, ich komme, um zu geben. Ich bin jahrelang überall hingegangen und habe gesagt, ich komme, um abzukassieren. Ich wollte den Applaus, ich wollte von meinen Kunden den bestmöglichen Umsatz. Also mir ging es immer darum, wie erziele ich maximalen Profit? Anstelle darüber nachzudenken, was muss ich tun, dass Menschen von mir profitieren können. Und seitdem ich diese andere Haltung habe, ich komme, um zu geben, stelle ich fest, Türen öffnen sich. Aber das ist nur möglich, wenn man in der inneren Fülle ist und merkt, ich bin gut so, wie ich bin. Und bin trotzdem offen, an Dingen zu arbeiten. Und woran man arbeiten kann, um Menschen zu gewinnen, möchte ich in den verbleibenden kurzen Augenblicken ein einziges Thema ansprechen. Nämlich die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, wenn wir Fragen stellen. Weil ich bin davon überzeugt, die Qualität deiner Fragen entscheidet über die Qualität deiner Kommunikation und die Qualität deiner Kommunikation über die Qualität deines Lebens und deiner Beziehung. Und meistens stellen wir blöde Fragen. Nach einem Wochenende montags morgens, und wie war dein Wochenende? Und das Schlimmste, die Frage, die ich hasse, die mich wahnsinnig macht, wenn ich im Hotel einchecke, wie heute im Steigenberg, wenn ich im Hotel einchecke, dann steht dann diese sympathische Rezeptionistin und fragt, und wie war Ihre Anreise? Die will aber gar nicht wissen, wie meine Anreise ist. Sondern ich nutze die Zeit, um dann im Rechner zu tippen, ob ich irgendwelche Mitglied in ihrem Loyalty-Programm in euch besondere Wünsche habe. Und die will gar nicht hören, was ich sage. Und seitdem mache ich immer einen super Test, wenn die wieder fragen, und wie war Ihre Anreise? Sag ich, oh, ist super gelaufen, eine Spitzenzeit rausgefahren, unterwegs eine ältere Dame überfahren, aber dafür bin ich jetzt schon hier. Und dann sagen, ah, ich freue mich für Sie. Und dann weiß ich, die hat nicht zugehört. Aber es ist ein Phänomen, was überall passiert. Und gerade im Vertriebsunternehmen. Hey, hört auf, an diese Lüge vom aktiven Zuhören zu glauben. Ich nenne es immer Listening Posing. Die Leute sagen immer, aha, ja, ja, ha, ha. Hey, verarschen kann ich mich selbst. Und dann gibt es noch die nächste Stufe. Wenn die dauernd meinen Nachnamen sagen, ja, ja, Herr Schmiel, 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 ha, ha, Herr Schmiel. Ich weiß, wie ich heiße. Und dann sagen die, ja, dann sage ich, das bringt nichts. Doch, doch, doch. Das habe ich in einem Dale Carnegie-Seminar gelernt. Der Nachname eines Menschen ist sein Lieblingswort. Das Wort, was er am liebsten hört. Ich sage aber noch nicht 12 Mal in einer Minute. Das funktioniert nicht. Ja, doch, das funktioniert. Sage ich, okay, wir machen eine Wette. Wir gehen darüber in irgendeine Bar. In dem Bereich kenne ich mich aus. Wir gehen darüber in irgendeine Bar. Und du suchst dir jemanden aus, je nach deiner persönlichen Neigung. Mann, Frau, diverse, was immer es ist.
Und du sprichst diesen Menschen an. Sag mal, der interessiert sich jetzt für ein Mädel. Und dann sprichst du so in deiner Technik mit ihr. Und sagst dann, aha, ja, 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 Rita, aha, aha, Rita, Rita, aha, Rita. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in der Klapse landest, als bei der im Bett, ist um ein Vielfaches höher. Weil... Wir müssen aufhören, uns kommunikativ gegenseitig zu veräppeln. Hör doch einfach mal hin. Nimm dir die Zeit dafür. Machen gerade viele Prozesse so Agile Management. Ich sage immer, checken Sie einfach mal, messen Sie mal die Zeit im Laufe eines Arbeitstages, die Sie mit Ihrem Mitarbeiter verbringen und die Zeit, und dann sagen, oh, ich habe viel Zeit mit dem Mitarbeiter. Nein, die Zeit, die Sie verbringen und ihm dabei Aufmerksamkeit entgegenbringen. Mit Mitarbeiter Zeit zu verbringen, heißt ihn nicht brutal zu beschallen, sondern wir wissen aus Studien, wenn du Menschen gewinnen willst, sei es im Vertriebsprozess oder aber in den Mitarbeitergesprächen, muss die Redeverteilung sein 70-30. Dazu sagte letztens ein Vertriebsleiter zu mir, zu der 70-30-Nummer vom Automobilkonzern, Schmiel, kein Problem, mit 70% komme ich hin. Nee. Gute Fragen stellen und wirklich zuhören. Übrigens, zuhören ist keine Sprechpause. Zuhören ist wirkliches, authentisches Interesse entgegenbringen. Weil das schafft Nähe, das schafft Vertrauen. In der heutigen Zeit ist dieses Zuhören der Moment, wo aus Zuhören wird Zuwendung und aus Zuwendung wird Zugehörigkeit. Weil keiner hört einem mehr zu. Ich lasse mich teilweise von CEOs und Celebrities dafür bezahlen, dass ich denen einfach zuhöre. Ich stelle einfach eine Frage. Und die reden und reden und reden und reden 55 Minuten am Stück, bis ich sage, das war's für heute. Und die sagen dann tatsächlich, letztens kam es an CEO, nachdem er 55 Minuten am Stück gesprochen hat, sagte, Herr Schmied, ich muss wirklich sagen, ich habe mich selten so gut unterhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Aber da sieht man die Bedürftigkeit jedes Einzelnen. Wahrgenommen werden ist die Währung der jetzigen Zeit. Als ich vor vielen Jahren zum ersten Mal als Psychologe über die Phänomene von Social Media gesprochen habe, habe ich gesagt, Menschen werden bereit sein, für Likes zu sterben. Damals war es ein zynischer Satz. Heute ist es monatliche Realität, dass Menschen sich in Gefahren begeben, um nur das perfekte Bild, das perfekte Video haben und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen. So groß ist die Bedürftigkeit nach wahrgenommen werden. Und wenn wir das wissen, ist es doch so entscheidend, weil wir sind doch in einem Wettbewerb um Menschen. Wenn du Führungskraft, weißt du das, es ist immer schwieriger, Menschen für ein Unternehmen zu gewinnen. Ich habe letztens einen Vortrag gehalten bei einer Brauereiverbandstagung. Ja, ich suche mir meine Jobs aus. War eine Tagung der Deutschen Brauereiverband. Und da zeigte einer der Gäste oder der Redner ein Foto, ich habe es leider nicht so schnell fotografiert und es jetzt mitgebracht, aus einem Münchner Biergarten. Da stand drauf, liebe Gäste, seid nett zu unseren Servicekräften. Weil es ist einfacher, neue Gäste zu finden, als neue Mitarbeiter. Ja. Nächste Nummer. Freund von mir ist Personalleiter, suchten jemanden fürs Büro, sagte nichts Wildes, aber deshalb kam wahrscheinlich auch kaum Bewerbung. Das, was kam, war sehr fragwürdig. Das heißt, aber eine Bewerbung stach hervor. Tolle Zeugnisse, ehrenamtliches Engagement, Wahnsinnsreferenz. Und er sagt, der Höhepunkt war, das Bild entsprach tatsächlich der Person. Und dann kamen sie ins Gespräch und dieser junge Mann, es war ein junger Mann und der war wirklich brillant, sagte mein Freund, der Personalleiter, und sagte, ich wusste, den will ich in unserem Team haben. Und alles war geklärt. Und zum Schluss stellte dann dieser Personalleiter dem Bewerber die klassische finale Frage. Und haben Sie noch Fragen an unser Unternehmen? Und normalerweise, sagt mein Freund, kommt da nicht viel. Aber dieser junge Mann sagte, ja, ich habe was vorbereitet. Machte seinen Rucksack auf, holte ein Schnellheft heraus, machte den Schnellheft auf und darin war ein Dokument, wo die Unternehmen aufgelistet waren, wo er noch hin wollte und wo er schon war und die Themen, die ihn interessierten. Und dann ging er diese Themen mit diesem entsprechend Personalverantwortlichen durch und sagt, ja, wie ist das denn bei Ihnen? Welche Einstellungen haben Sie zur Elternzeit für Väter? Wie gehen Sie mit Sabbaticals um? Gibt es Weiterbildung bei Ihnen, die gar nichts mit dem Job zu tun haben? Punkt für Punkt. Und als jeder Punkt abgearbeitet war, klappte der Bewerber seine Mappe zu
Und dann sagte der Bewerber zum Personalverantwortlichen: Vielen Dank fürs Gespräch, ich melde mich bei Ihnen. Da hatte sich... Da hatte sich die Welt gedreht. Und wenn wir Menschen gewinnen wollen, was unser Ziel sein muss, ist es ganz wichtig, dass wir walk the talk leben. Dass wir das leben, was wir uns von dem Nächsten wünschen. Ich erlebe das immer wieder, ich komme in ein Unternehmen, dann entwickeln wir tolle Seminare und dann will ich das den CEOs, mit denen auch dieses Training zu durchlaufen, dann sagen die, ach Herr Schmiel, der Vorstand will nicht trainiert, der will nur inspiriert werden. Boah, die machen das dann nicht und dann gibt es eine Kluft. Aber es ist so wichtig, dass man tatsächlich an den Dingen arbeitet, auch selber nicht nur Veränderungen anstößt, sondern sie bereit ist, selbst zu leben. Wir brauchen für die junge Generation, die jetzt nachwächst, die alle mit einer hohen Wahrscheinlichkeit traumatisiert sind. Ich meine das ganz ernst. 50% von den jungen Menschen, die jetzt ins Berufsleben starten, kommen aus Scheidungsfamilien. Und in den meisten Fällen ist es nicht gut gelaufen. Da ist eine hohe emotionale Bedürftigkeit da. Da brauchen wir Menschen, die für diese Menschen als Mensch da sind. Deshalb fand ich Markus' Wort so wichtig, dass wir als Mensch da sind für die. Weil die sehnen sich nach Vorbildern. Wir müssen uns eins klar machen, wir müssen uns auf der Zunge zergehen lassen. Wir leben in einer so verrückten Welt, dass echte menschliche Vorbilder eingetauscht wurden gegen Influencer. Ist das krank? Früher gab es Vorbilder, jetzt gibt es Influencer. Das zeigt die Bedürftigkeit, danach wahrgenommen zu werden, gute Gespräche zu führen. Und dabei gibt es so wundervolle, magische Fragen. Fragen, die ein Leben für immer verändern können. Ein Kollege von mir aus Amerika, Arthur Aaron, hat dazu eine Studie gemacht. Er hat 36 Fragen entwickelt. Und wenn diese 36 Fragen Menschen in einen Raum gehen, sich 2 Stunden mit diesen Fragen auseinandersetzen, sich gegenseitig diese Fragen stellen und innerhalb von diesen 2 Stunden sich wirklich jeweils pro Frage 4 Minuten zuhören, dann, oder 3 Minuten, wie auch immer, dass es dann tatsächlich dazu führt, dass eine echte tiefgehende Beziehung aufgebaut wird. Die Fragen sind nicht immer so überraschend. Die Fragen können lauten wie: Wie ist deine Beziehung zu deiner Mutter? Was ist das peinlichste Erlebnis, was du je in deinem Leben gehabt hast? Vielleicht auch mit deiner Mutter. Und wenn man diese 36 Fragen durchgeht, verändern sich Beziehungen. Und es wurde wissenschaftlich nachgewiesen, dass danach eine Nähe hergestellt wird, dass Menschen die Sehnsucht haben, sich wiederzusehen. Ist doch bei Stefan auch so. Wir haben uns letztens auf einer Convention getroffen. Wir hatten nicht gemerkt, dass wir die Fragen durchgegangen sind. Bam, bin ich wieder her. Er wollte mich wiedersehen. Es funktioniert. Und wenn du sagst, was sind denn diese 36 Fragen? Wir haben heute Geschenke für euch vorbereitet. Und tatsächlich hinterher am Ende des Events kriegt jeder gerne so einen Zettel und ihr müsst dafür keine Visitenkarte, nichts abgeben. Es ist ein ehrlich gemeintes Geschenk. Weil das ist das, was ich noch zum Finale mitgeben kann. Das ist, nimm den Menschen wirklich wahr. Geh in eine echte Begegnung mit ihm. Stell Fragen, hör zu und sei großzügig. Einfach großzügig sein. Wenn du in der Fülle bist, wirst du immer erleben, kommt noch viel mehr zu dir zurück. Sei einfach großzügig, sei da und du wirst entsprechend davon nachhaltig profitieren und Menschen für dich gewinnen können. Verabschieden von euch möchte ich mit einem letzten Zitat, einem letzten Gedanken eines der größten deutschen Psychologen. Nein, nicht von mir selbst, nein. Und, aber ich mag die Idee. Sondern ein Zitat des größten deutschen Psychologen des Fußballs, nämlich von Paul Breitner. Und Paul Breitner hat mal einen Satz gesagt, der mich wirklich seit immer schon begleitet und gerade auch heute, wo ich weiß, ja, ganz viele neue Stars sind am Himmel und trotzdem ist der Wunsch natürlich da, auch euch etwas geben zu können. Und ich kann sagen, ich hatte echt Schiss. Ich hatte ein echtes Grummeln im Magen hinter der Bühne. Und dann wart ihr zu großzügig und habt zugehört. Und es war sehr schön. Und deshalb kann ich meinen kleinen Vortrag beenden mit diesem Zitat von Paul Breitner, der für jeden eigentlich gilt, der sich mutig in einen Prozess hineinbegibt, der einfach sagt, ich lasse mich darauf ein, wird auch dieser Satz dann von Paul wahr werden. Denn Paul Breitner sagte einst so schön, dann kam das Elfmeterschießen. Wir hatten alle die Hosen voll. Doch bei mir lief's ganz flüssig. In diesem Sinne.